weiter mit Live-Musik. Miko, World of Love. Miko aus der Gosse zu den Sternen und Miko haben wir gerade auf der Bühne gesehen. Sie spielt dort die Hauptrolle und so ein bisschen hast du auch an dem Drehbuch oder du hast das Drehbuch mitgeschrieben, ist auch ein bisschen deine Geschichte. Du kannst uns, glaube ich, mal ganz gut sagen, wie es aussieht in der Bundesrepublik für deutsche Musiker, wenn sie noch keinen Deal haben, wenn sie noch nicht erfolgreich sind. Also ich glaube, ich nehme jetzt erstmal direkt unmittelbar Stellung zu dem, was er gesagt hat. Ich bin nicht der Meinung, dass es in Deutschland keine Musiker gibt, die nicht die Qualität hätten, international zu konkurrieren. Ich glaube, dass diese Situation längst der Vergangenheit angehört. Und zwar spätestens seit der Bewegung der Neuen Deutschen Welle gibt es in Deutschland Musiker, die eigenständig sind, individuell sind, die das handwerkliche Können haben, ohne weiteres international zu konkurrieren, die neue Trends setzen können. Nur, was passiert hier in Deutschland? Das ist auch Thema des Films und das ist auch das, was ich erlebe hier. Wenn in Deutschland ein Musiker eigenständig ist, das heißt, er macht eine Musik, die aus ihm kommt, aus ihr kommt, die ist nicht vergleichbar mit englischen Sachen, ist nicht vergleichbar mit amerikanischen Sachen, wird diese Musik von deutschen Firmen nicht gefördert. Grundsätzlich nicht. Weil auf die Trends wird geguckt aus England, aus Amerika und was man als Künstler zu hören kriegt, wenn man nicht zu vergleichen ist, mit bis dato erfolgreichen deutschen Produkten, sprich Deutschrock. Ja, pass mal auf, also tut uns leid, das ist nicht in den Charts, ist kein Trend, ja, weil die Trends haben also grundsätzlich aus dem Ausland zu kommen.
Und innerhalb Deutschlands werden sie nicht akzeptiert von Künstlern. Der Mut fehlt den deutschen Plattenfirmen gänzlich.